Heute Morgen möchte ich mit euch, bevor ich in den Text eintauche, möchte ich euch versuchen, so ein bisschen mitzunehmen. Ich weiß ja nicht genau, wie mutig ihr so seid. Seid ihr mutig? Wenn es irgendwo rum geht, da freuen wir uns als Ehemänner, dass wir so mutige Frauen haben, stimmt's? Schatz, zeig dem mal, wie stark ich bin. Ja, das ist so diese typische Mentalität. Wir Männer haben da manchmal so eine Gabe. So, sei nicht feige, lass mich zuerst hinter den Baum. Ja, so. Diese Mentalität. Wir haben natürlich auch nichts dagegen, wenn dann die Dinge sich von alleine bewegen, nur wir selber möchten sie nicht so gerne leitend bewegen müssen. Es gibt so eine nette Geschichte. Ein Mann erscheint bei Petrus am Himmelstor. Ihr kennt so dieses typische Bild. Und Petrus schaut ihn an und sagt: Hör mal, mein Freund, was qualifiziert dich denn, hier in den Himmel zu kommen? Hä? Hast du irgendwas geleistet, warum ich dich hier reinlassen sollte? Irgendwas Besonderes? Und der Mann überlegt. Und dann sagt er: Ja, eine besondere Sache habe ich. Petrus schaut ihn an und sagt: Na, erzähl mal. Der Mann sagt: Ich bin im Stadtpark spazieren gegangen. Und dann sah ich plötzlich 8 Rocker, so Riesentypen, fett tätowiert und so mit Ohrring und Nasenring und allem Möglichen. Und die haben so ein junges Mädchen belästigt. Na, sagt Petrus, und was hast du gemacht? Na, ich bin hin natürlich. Hab gesagt: Ey, lass das Mädel in Ruhe, sonst habt ihr ein echtes Problem mit mir. Und, haben die reagiert? Ne, die haben mich ausgelacht. Na, und was hast du dann gemacht? Dann habe ich mir den fettesten Rocker von allen gesucht, habe ihn am Nasenring gepackt, ihn zu mir runtergezogen und gesagt: Junge, entweder du lässt das Mädchen in Ruhe oder du hast ein echtes Problem. Petrus guckt ihn an und ist sprachlos und sagt: Wow, Junge, wann war das? Und der Typ guckt ihn an und sagt: Vor 10 Sekunden. Also manchmal... Manchmal kann es passieren, dass du sogenannte Mutanfälle hast, die man von Dummheit nicht richtig unterscheiden kann. Kennt ihr das? Dass ihr manchmal aus der Situation heraus handelt und Dinge in Bewegung setzt, wenn man euch da 2 Tage später fragt: Mensch, wieso hast du das gemacht? Dann stehst du daneben, schüttelst mit dem Kopf und sagst: Ja, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie ist das über mich gekommen. In Johannes 16 gibt es eine interessante biblische Aussage. Da steht in Vers 33: In der Welt habt ihr eine Menge Bedrängnis. Ja, deshalb steckt den Kopf in Sand, dann geht es wenigstens vorbei. Nee, das steht da ja nicht, glücklicherweise. Sondern wie geht das weiter? Seid mutig! Also angesichts von Bedrängnis und von Not und von Umständen, die wirklich nicht positiv sind, sagt der Herr: Sei mutig. Krieg einen Mutanfall. Versteck dich nicht. Hab nicht diese Aussitzmentalität, so nach dem Motto: Wir warten einfach, bis es vorbei ist. Nee, du hast einen Feind in dieser Welt und die Bibel nennt ihn den Teufel und der mag dich nicht. Und er wird auf welcher Ebene auch immer probieren, dein Leben zu berauben. Und es hilft überhaupt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, außer dass es dann so schön knirscht zwischen den Zähnen. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel, sondern Gott sucht dich und er sagt zu dir: Ey, sei mutig. Und wenn wir ehrlich sind, wir genießen das, wenn wir Lebensberichte von Leuten lesen, die tatsächlich gegen Umstände aufgestanden sind und wirklich mutig waren. Ich staune immer wieder, wenn ich so Berichte lese, wie über diesen Mann, der 1978 auf die glorreiche Idee kommt, ohne Sauerstoffmaske und ohne Team den Mount Everest zu besteigen. Und alle Leute sagen zu ihm: Hey, du musst wirklich zu heiß gebadet haben. Das kann doch gar nicht funktionieren. Niemand hat das bisher gemacht. Und alle Teams sind gescheitert. Die probierten auch nur annähernd in die Richtung zu gehen. Und du willst das ganz alleine machen. Der Mann verkauft Haus und Hof und alles, was er hat. Und geht tatsächlich auf den Mount Everest und kommt runter. Ohne Sauerstoffmaske, ohne Team. Und alle Leute, die heute seinen Namen hören, die ziehen ehrfürchtig den Hut. Der Mann ist eine Legende.
Reinhold Messmer hat jeder schon mal irgendwo gehört, wenn irgendeiner über Bergsteigen redet, dann ist dieser Mann sofort in aller Munde. Was macht den Mann so einzigartig? Wir lieben das, dass der sich gegen den Trend durchsetzt und dass der für sich bereit ist, den Preis zu bezahlen und wirklich was zu ändern. Leute, die einen Mutanfall bekommen, die nicht einfach über irgendwelche bestehenden Systeme reden, sondern die den Mut haben zu sagen, lass uns das doch anpacken, lass doch mal am Sockel rütteln, mal gucken, was passiert. Ich genieße das, weil Gott hat dich und mich genau zu so einem Leben berufen. Dich nicht mit bestehenden Missständen abzugeben und zu sagen, ja, meine Ehe ist nun mal schrottig, dann bleibt sie halt so und bei der Heiland holt mich bald heim. Ja, haben wir gesungen. Ja, habt ihr mitgelesen? Hä? Strophe 5, unsere Lieblingsstrophe, gar bald wird es überstanden sein. Oh, Halleluja, Herr. Ja? Ey, das ist keine Perspektive für Christen, das ist eine Perspektive für Quallen, aber nicht für Leute mit Rückgrat. Gott ruft dich zu einem völlig anderen Lebensstil. Und wir merken, diese Herausforderung ist riesengroß. Wenn Gott zu uns sagt, bitte bleib nicht in diesen Situationen stecken, arrangier dich nicht mit der Not, versuch nicht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sondern lerne es mit Kühnheit und mit Mut das Problem anzupacken und es in die Richtung Gottes zu drehen. Und da merken wir, wie diese Herausforderung für uns in unserem Alltag, nicht im Gottesdienst, da sind wir alle Helden. Im Alltag, da kommt die eigentliche Herausforderung, stimmt's? Wenn du in der Schule bist und du hast da so 28 Spezies vor dir sitzen, ja, und die haben alles Mögliche, bloß keine Lust auf Schule. Und dann hast du die großartige Berufung, Religionslehrer zu sein. Und dann merkst du plötzlich, hey, es gibt richtig spannende Herausforderungen im Leben. Man braucht keine Verfolgung in Russland, man kann sie in Deutschland schon haben. Ja. Und wenn wir ja leiden, dann ich habe dem Herrn schon gesagt, also Herr, wenn ich leiden muss, dann wenigstens auf Hawaii oder so. Ne? Aber Leute, das läuft ja so nicht. Sondern der Herr hat dich ja hierher gesetzt, in dein Umfeld, um durch dich seinen Auftrag, nämlich hier sein Reich und seinen Willen und seine Werte und seine Maßstäbe umzusetzen. Das ist ja der Job, den Gott dir hier gegeben hat. Und wenn du das bei dir innerlich Revue passieren lässt, merkst du, du brauchst riesen Mut, um das umzusetzen. Die Sachen laufen zu lassen, kann jeder. Ich fand das gut, dieses Beispiel mit Halloween. Man kann natürlich sagen, ist nun mal so, aber man kann sich auch innerlich auf die Hinterfüße stellen und sagen, wer sagt das denn, dass das so bleiben muss? Wer sagt das denn, dass in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unseren Schulen, dass das so bleiben muss? Wer sagt das denn? Am Ende entscheidest du und ich das, indem wir uns auf die Hinterfüße stellen, Mutanfälle kriegen und sagen, lass uns doch mal gucken, ob Gott uns da nicht eine völlig andere Perspektive zeigt. Das Dumme ist, wir beten lieber nicht so, weil wenn Gott uns tatsächlich das zeigt, was ist dann die dumme Geschichte daran? Wenn er dir zeigt, was du tun sollst, dann hast du ehrlicherweise auch den Auftrag, das umzusetzen. Ja? Da sind wir bei diesem Bild, dass es nichts nützt, zu wissen, dass man was tun soll. Man muss es am Ende tatsächlich dann auch umsetzen. Da liegt die Herausforderung. Vielleicht ist das der Grund, warum wir dann sagen, Gott, rede besser nicht zu mir, sonst müsste ich noch was tun. Stimmt's? Herr, ich leide lieber vor mich hin, dann kriege ich wenigstens Mitleid. Ändert sich zwar nichts, aber ich habe das Mitleid sicher, super. Sinke in Frieden. Aber das ist ja keine Perspektive, Leute. Ich möchte euch einen Mann vorstellen in der Bibel, der mir gefiel. Der mir deshalb gefällt, weil der bei diesem Spielchen nicht mitspielt. Ihr kennt dieses Spiel wahrscheinlich, oder die in meiner Altersklasse sind, wir haben das noch auf der Straße gespielt. Ich denke, alle die unter 20 sind, die werden jetzt Mühe haben, dieses Spiel noch zu erinnern. Aber als ich noch in diesem zarten Kindesalter war, da spielten wir auf der Straße ein Spiel. Also damals konnte man auf der Straße noch spielen, ohne totgefahren zu werden. Ja? Und da gab es auch noch Kinder auf der Straße, nicht so wie heute, ne? Wo du irgendwie an jeder Tür klingeln musst, um überhaupt zu wissen, ob da überhaupt noch Leute sind, geschweige denn Kinder. Ja, aber das war bei uns kein Problem.
Und da spielten wir ein Spiel, das hieß, wer hat Angst? Ah, ich sehe, ihr seid doch noch nicht so, genau, meine Altersklasse, danke, ich freue mich, ja. Genau, da haben wir dieses Spielchen noch gespielt. Und wisst ihr, wie das Spiel funktioniert? Also für alle Nicht-Insider, da war einer auf der einen Straßenseite und die Riesenmasse der anderen stand auf der anderen Seite. Und der Einzelne rief der Masse zu, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und die Masse antwortete im Chor, genau, wie in der Gemeinde, genau. Wer hat Angst? Niemand. Und dann, pass auf, jetzt kommt's, Achtung. Ja, was ruft denn der Einzelne wieder? Und wenn er kommt, und was rief dann die Truppe? Ja, genau, das ist auch wie in der Gemeinde, ja. Pastor, wir kämpfen, ja. Wer hat Angst? Niemand. Und wenn sie dann kommen, oh, wir sind die Ersten, ja. Die Fluchttüren können nicht groß genug sein. Ihr Lieben, so blöd wie dieses Kinderspiel war, es hat ja eine erschreckende Wahrheit. Weil wie oft läuft das tatsächlich so? Dass wenn die Not wirklich kommt, wenn die Krankheit tatsächlich einsetzt, wenn die Beraubungsmomente in der Familie groß genug werden oder in der Gemeinde, was passiert dann? Dann rennen wir weg. Wie viele stehen dann tatsächlich noch da und sagen so, und wenn er kommt, dann widerstehen wir. Halleluja, einer hat es verstanden, Dankeschön, ich bin beruhigt, ich bin echt beruhigt. Also ich bin nicht völlig umsonst hier heute. Nein, genau hier liegt ja der Punkt. Was tust du, wenn dieser Todesschatten kommt? Was tust du, wenn dieser sogenannte schwarze Mann kommt? Ist ja ein tolles Bild für den Teufel eigentlich. Was tust du, wenn die Beraubung kommt? Kannst du dann sagen, ich lerne zu widerstehen? Oder bist du vor lauter Panik am Rennen? Ein Freund und Pastorenkollege war vom Sterben. Krebs, Endstadium, keine Chance. Und auf die Frage, Harry, hey, jetzt kommt der Tod, hast du Angst? Da schaut dieser Kerl hoch und sagt, hey, du kannst mir doch mit dem Himmel keine Angst machen. Verstehst du das? Der hatte Perspektive begriffen. Den hat der Todesschatten nicht geängstigt. Der konnte durchgucken zum eigentlichen Ziel. Was mit dir? Lässt du dich von dem dunklen Schatten ängstigen oder lernst du zu widerstehen? Ich lade euch ein, wenn ihr mögt, mit mir zusammen zum Markus-Evangelium zu kommen. Markus brauchte ja heute Gebet, damit er nach Weikersheim kommen konnte, habe ich festgestellt. Ich muss ihn nachher mal fragen, was das bedeuten soll. Ich hatte gehofft, dass Weikersheim eine nette Gemeinde ist. Vielleicht weiß er mehr. Lass uns mal Markus Evangelium ins dritte Kapitel gehen und dort die ersten Verse lesen. Und Jesus ging wieder in die Synagoge. Also Synagoge, das war das jüdische Gotteshaus. Für alle, die das nicht so innerlich auf dem Zettel haben. Und es war dort ein Mensch, der eine verkrüppelte Hand hatte. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten lauerten auf Jesus, ob er diesen Mann am Sabbat heilen würde, damit sie einen Grund hätten, ihn anzuklagen. Warum? Also die jüdischen Sabbatregeln besagten, dass man keine Arbeit tun konnte und Heilung fiel unter den Bereich Arbeit. Ja, das war so eins dieser völlig unsinnigen Gesetze, die Menschen aufgestellt hatten. Aber so ist es ja oft, wenn man mal irgendwelche Prinzipien aufgestellt hat. Das wissen wir so als Eltern, wenn wir unseren Kindern mal bestimmte Maßstäbe gegeben haben. Und dann merken wir irgendwann, die waren dusselig, aber dann kannst du sie schlecht zurücknehmen. Ja? So, also bist du irgendwie dran gebunden. So ähnlich ging denen das auch. Die stellten fest, dass sie da eine Menge völlig krause Gesetze gemacht hatten, aber zurücknehmen konnten oder wollten sie die auch nicht. Und jetzt waren sie dabei, zu gucken, ob Jesus sich ihren menschlichen Maßstäben anpasst oder ob ihm das relativ egal ist. Und Jesus spricht zu dem Menschen, der die verkrüppelte Hand hatte,
steh auf und komm in die Mitte. Dann spricht er zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und Jesus blickte umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen, streck deine Hand aus. Und dieser streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Herrlich. Die Hand ist ein Symbol. Die Hand ist ein Symbol, wir kennen das, mit der Hand lieben wir, mit der Hand können wir zärtlich sein, mit der Hand nehmen wir, mit der Hand geben wir, mit der Hand greifen wir zu, mit der Hand lassen wir los. Die Hand ist ein Symbol für unser Leben. Deshalb sagt man auch, wenn jemand sein Leben nicht geregelt bekommt, der hat sein Leben nicht mehr im Griff. Genau. Oder man sagt, mir rinnt das Leben durch die Finger. Der kann sein Glück nicht mehr schmieden. Jeder ist seines Glückes Schmied. So typische Sprüche, die genau diese Symbolik beinhalten, nämlich, dass unsere Hand das Vehikel ist, womit wir unser Leben gestalten können. Und wenn die Hand verkrüppelt ist, das ist die Symbolik, die wir hier in der Bibel finden, dann ist der Mann nicht mehr in der Lage, sein Leben zu gestalten. Es ist ihm aus der Hand genommen worden. Warum auch immer diese Verkrüppelung stattgefunden hat, wird gar nicht gesagt. Was auch immer für ihn für einen Schicksalsschlag getroffen haben muss, dass er nicht mehr in der Lage war, sein Leben selber zu steuern, sein Leben selber zu gestalten. Keine Ahnung, wird nicht gesagt. Ganz oft geht uns das auch so, dass es Schicksalsschläge gibt, Situationen, die auf unser Leben zukommen und wir stehen plötzlich da und merken, wir verkrüppeln innerlich. Und wir können es nicht verhindern und wir sind nicht mehr Herr der Situation. Und wir spüren, wie das Problem viel größer ist als unsere Fähigkeit, es festzuhalten oder es auch aufzuhalten. Und wir würden uns wünschen, dass uns jemand irgendwie unterstützen würde, aber wir merken, mit unserer Kraft, wie sagt das so schön, dieses Lied hier, mit unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren, so hat Luther gedichtet. Und das spüren wir. Es gibt eine Menge Situationen, da wird unsere Kompetenz bei weitem überfordert. Wir können es nicht festhalten. Und unser Leben verkrüppelt innerlich. Durch den Schmerz, durch die Versuchung, die uns getroffen hat, der wir nicht widerstehen konnten, zerstören wir Teile unseres Lebens. Wir werden regelrecht behindert. Wir können das Leben nicht mehr festhalten. Das ist die Situation dieses Mannes hier. Und das können unterschiedlichste Dinge sein. Vielleicht für den einen die Krankheit. Für den nächsten das Familienunglück. Gute Freunde von uns aus Hamburg, Frauke und Bernd, beide im Geschäftsleben auf der obersten Welle schwimmend, bekommen den Anruf von der Schule, ihre Tochter ist auf dem Nachhauseweg von einem Autofahrer überfahren worden und auf dem Weg in die Klinik ist das Kind gestorben. Und mit Mal merkst du, du hast die Dinge nicht in der Hand. Dein scheinbar wohlgeplantes Leben mit all seinen materiellen Vorzügen endet im Desaster. Vielleicht hattest du dir deine Rente gut überlegt. Vielleicht hattet ihr euch vorgenommen, dann fahren wir endlich in den lang ersehnten Urlaub, den wir uns immer abgespart haben. Und mit Mal wird Krebs diagnostiziert. Und es braucht keine 3 Monate und der geliebte Partner ist tot. Und wir merken, wir haben es nicht im Griff. Plötzlich kommt die Nachricht von der Schule, dein Sohn ist mit Drogen erwischt worden. Und mit Mal klappt die gesamte Familienidylle zusammen. Oder dieser junge Geschäftsmann, der kommt im Gespräch und muss erzählen, du, ich war so mit Aufbau meines Geschäftes beschäftigt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass meine Frau mit dem Nachbarn Verhältnis angefangen hat. Und jetzt hat sie gesagt, dass sie geht. Und er steht da mit 2 Kindern. Und mit Mal merkst du, Mann, oh Mann. Deine Seele, dein Leben verkrüppelt innerlich, weil du es nicht in der Hand hältst. Dann sind wir bei der Situation dieses Mannes. Und mit einem Mal
beginnt bei ihm das, was wir die Suche nennen. Der macht sich auf die Suche und fragt sich nämlich, hey, war das schon alles im Leben oder gibt es nicht noch irgendwie eine Alternative oder einen Ausweg? Das ist in der Regel so eine typische Situation, wo wir merken, dass die materielle, machbare Schiene nicht alles sein kann und die Suche beginnt. Für die einen in die Esoterik rein, um zu sehen, ob man irgendwelche Kräfte, irgendwelche Möglichkeiten anzapfen kann, die einem dann irgendwie aus der Not raushelfen können. Und andere, so wie er, finden den Weg in die Kirche. Die meisten von Ihnen, von euch, kennen noch Sylvester Stallone, diesen Rambo-Darsteller. Als seine kleine Tochter 2004 geboren wird und man irreparable Herzschäden bei ihr feststellt und die Ärzte ihm sagen, die überlebt die nächsten 2-3 Wochen nicht. Was macht der Mann? Der geht in die Kirche und fängt an zu beten, wie er selten in seinem Leben gebetet hat. Und erlebt den lebendigen Gott da und erlebt, wie seine Tochter übernatürlich geheilt wird. Und die Ärzte dastehen und sagen, wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert, es muss ein Wunder sein. Und bei diesem Mann ein inneres Umdenken stattfindet. Der Weg, wie Gott sich dir offenbart, kann ganz unterschiedlich sein. Aber in der Regel steckt eine tiefe Wahrheit da drin, dass wenn wir mit unserem eigenen Latein ans Ende kommen, Gott uns das große Latinum lehrt. Und deswegen brauchen wir häufig so Punkte, wo wir bereit sind, tatsächlich diesen inneren geistlichen Quantensprung zu wagen, der im Normalfall bei uns unterm Tisch laufen würde. Professor Dr. Viktor Frankl hat eine Therapie entwickelt, die nennt man Logotherapie. Das heißt auf Deutsch, die entscheidende Frage unseres Lebens, die uns vorwärts bringt, ist die Sinnfrage. Wozu passiert das und was soll es mich lehren? Und hier liegt ein Riesenschlüssel, den Gott in jeden Menschen reinlegt. Wenn so Schicksalsschläge, wenn so Beraubungssituationen unser Leben treffen, dann ist die Frage nicht nur legitim, sondern sie ist hilfreich und lösungsorientiert, sich zu fragen, Gott, willst du mir was sagen? Läuft mein Leben gerade in einem Bereich, wo du gar nicht drin bist und wo du mich irgendwie auf den richtigen Weg zurückholen willst? So immer wenn das passiert, ist das nicht die Problematik und die Katastrophe deines Lebens, sondern in der Regel eigentlich der Neuanfang. Und genau das versteht dieser Mann. Und deshalb geht er dahin, wo er Gott vermutet. Man soll ja ab und zu in der Kirche tatsächlich Gott finden. Also es soll auf jeden Fall möglich sein, habe ich mir sagen lassen. Das war der Gedanke, den dieser Mann verstanden hatte. Lass uns mal in die Kirche gehen. Lass uns mal gucken, ob Gott nicht irgendwo da ist. Weil schlussendlich geht man ja deshalb in die Kirche, weil da wenigstens über Gott geredet wird. Ob er da ist, ist noch ein anderes Thema, aber über ihn geredet wird auf jeden Fall. Und genau das erlebt er. Und liebe Freunde, das ist ja der Grund, warum wir uns nach Gott ausstrecken. Es ist in jedem von uns diese tiefe Sehnsucht, dass irgendwas da ist, was größer ist als wir selber. Stimmt's? Man sagt uns nach, dass wir Menschen hoffnungslos religiös sind. Das erhebt uns über jedes Viech. Ja, dass wir eine Gottesvorstellung entwickeln können. Diese Sehnsucht, dass eventuell was da ist. Und wenn es was gibt, dann müssen wir irgendwie einen Weg dahin finden. Und tatsächlich hat die Kirche sich ja als Adressat dafür geeignet, uns irgendwas darüber zu erzählen. Aber, und das ist hier auch der Fall, du kannst in der Kirche sitzen und Gott trotzdem nicht finden. Das scheint gar nicht so schwierig zu sein. Du kannst Mitglied in der Volksmission sein und du kannst Gott nicht finden. Weil die Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche sagt gar nichts. Ob Gott in deinem Leben ist oder nicht, erlebst du daran, dass er mit dir redet und dass er dein Leben verändert. Wenn du in einer Kirche bist und dein Leben verändert sich nicht und Gott redet nicht zu dir, dann nützt die Kirchenzugehörigkeit auch nichts. Weil die verändert dich nicht, sondern nur die persönliche Beziehung zu Gott verändert dich.
nicht Religion. Religion vermittelt dir Hoffnung. Aber Hoffnung, die immer nur Hoffnung hat und Hoffnung und Hoffnung und Hoffnung, ohne dass sich was tut, wird dich zerstören, schlussendlich. Und in dem Fall haben all die Kritiker der Religion recht. Die sagen, Religion bleibt am Ende nur Opium fürs Volk. Dass die Leute betäubt, aber nichts wirklich verändert. Und Jesus Christus ist deshalb auf die Erde gekommen, weil er den Anspruch erhebt und sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und dieses Leben im Überfluss. Er ist nicht gekommen, um dir eine religiöse Hoffnung zu geben. Er ist nicht gekommen, um dich irgendwie in so einen Befriedigungsschlaf hinein zu versetzen, so nach dem Motto, Ruhe sanft und irgendwann im Himmel ist dann hoffentlich alles besser. Das ist religiöser Mist, aber das ist nicht, was das Evangelium sagt. Sondern Jesus ist damit aufgetreten, dass er sagt, er ist gekommen, damit das Leben für die Menschen wieder erlebbar wird, dass die Verbindung zu Gott, dem Vater, stimmt und dass die, die lernen, mit ihm zu leben, in diesem Leben seine Kraft und seine Hilfe und seinen Reden verstehen und umsetzen können. Das ist, wovon wir ausgehen. Wir gehen von einer lebendig machenden, heilenden Beziehung aus. Und die hatte dieser Mann ganz offensichtlich in der Kirche nicht erlebt. So hatte er sich zu dem entwickelt, was die meisten Leute machen. Er war ein Zuschauer geblieben, der irgendwo am Rand saß, der die Gottesdienstzeremonien alle beobachtete und in dem die Hoffnung blieb, vielleicht tut sich ja mal irgendwas. Kennst du das in deinem Leben? Die Hoffnung, irgendwann wird sich mal was verändern. Vielleicht kommt irgendwann mal der supervollmächtige Prediger vorbei, der legt seine gesalbte Hand auf mich und alles ist klasse. Soll ich dir sagen, wann dieser Tag kommt? Nie. Der kommt einfach nie. Weil immer dann, wenn Gott ein Wunder tun will, arbeitet er immer mit dir und mir zusammen. Nie ohne uns. Deshalb ist die fromme Hoffnung, da kommt irgendwer, und ich gebe mich wie das Auto in der Reparaturwerkstätte ab. Und der hat dann die richtigen Hebel hoffentlich und die richtigen Schlüssel und zieht an der richtigen Schraube und dann ist alles in Ordnung. Vergiss es genauso schnell, wie du es gehört hast. Das passiert nie. Sondern wenn Gott mit dir und mir arbeitet, dann immer nur über eine persönliche Beziehung, die er zu dir und zu mir entwickelt. Ist das wahr? Weil Gott arbeitet nur auf der Basis von Liebe. Nicht von Automatismus, auch nicht auf religiösem Automatismus. Dieser Mann blieb in seiner eigentümlichen Hoffnungshaltung. Und ich bin oft frustriert, wenn ich Leute sehe, die religiös hoffnungsvoll bleiben. Weil da tut sich nichts. Ich weiß genau, die werden noch in 20 Jahren religiös hoffnungsvoll sein. Haben Sie schon mal was von Lourdes gehört? Ja, das ist so ein französischer Wallfahrtsort. Da pilgern, so sagen uns die Zahlen und die Statistiker, jedes Jahr 6 Millionen Leute hin. Wisst ihr warum? Sie hoffen, wenn sie durch dieses Wasserbecken gezogen werden oder selber durchgehen, dass sie nachher irgendwie gesünder nach Hause kommen. Nun sind die Statistiker manchmal ja ehrliche Menschen. Und was haben die festgestellt? Seit 150 Jahren gibt es Lourdes. In den letzten Jahrzehnten sind jedes Jahr zwischen 6 und mehr Millionen Menschen dahin gepilgert. Das ein bisschen über den Daumen gerechnet heißt, dass in 150 Jahren da ungefähr 500 Millionen hingegangen sind. 500 Millionen Leute. So, und jetzt kommt der Schocker. Was glaubt ihr, was glauben Sie, wie viele Leute dabei gesund wurden? Nachgewiesen hat die katholische Kirche 67 Heilungen. Bei 500 Millionen Leute über 150 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Quote ist? Das ist 0,000000 und dann irgendwann. Auf Deutsch, die Hoffnung und die Chance, dass du das erwischst, ist gleich null. Und trotzdem pilgern die Leute millionenfach dahin, geben uns Summengeld aus. Obwohl sie wissen, dass die statistische Chance, gesund zu werden, gleich 0,0000 irgendwas ist. Warum gehen die trotzdem hin?
religiöse Hoffnung. Leute, die religiös hoffnungsvoll sind, die kannst du mit allem betrügen, was geht. Ich wünsche dir, dass du keine Lust mehr auf religiöse Hoffnung hast, sondern sagst, ich will zu Gott selber. Und hier liegt der Schlüssel, dass Gott in seiner Liebe zu uns kommt. Das ist das Verrückte. Jesus besucht die Kirche, das beruhigt mich. Deswegen habe ich Hoffnung für heute Morgen. Jetzt müsstet ihr aber widersprechen, weil ich hoffe, ihr habt Jesus mitgebracht. Dass er so in euch wohnt, dass ihr ihn mitbringt. Jesus macht sich auf die Suche, weil er dich und mich lieb hat. Nimm diesen Gedanken in dein Herz. Jesus ist der Weg Gottes, der uns berühren will. Jesus nimmt diesen riesen Anlauf vom Himmel bis hier auf die Erde, um dir und mir zu begegnen und uns die Liebe Gottes des Vaters weiterzugeben. Wenn wir diesen Gedanken verstehen, dann begreifen wir, was für eine unendliche Liebe Gott haben muss. Ich war vor einigen Wochen in einer Rollranger-Ausbildungsmaßnahme. Und da muss man in dieser Ausbildungsmaßnahme 1,5 Tage draußen in der Pampa verbringen, ohne alles. Ja, ohne Schlafsack, ohne irgendwas, liegst du da in der Kälte bei Regen und haust dir da die Nacht um die Ohren. Und während du da liegst, frierenderweise, denkst du dir, welchen Gedanken, wisst ihr, welcher Gedanke mir kam? Sag mal, wie blöd muss ich eigentlich sein, dass ich hier draußen liege? Also bei mir ist ja wirklich alles gestört, oder? Jetzt könnte ich so bequem bei meiner lieben Frau kuscheln und es wäre so nett und mein Bett wäre so weich und es ist warm und ich liege hier mit irgendwelchem Modderzeug und es sifft von oben rein und es ist kalt und ich bezahle auch noch dafür. Also mir gehört wirklich Prügel. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst Gott. Und der Himmel ist dein Zuhause. Totale Harmonie. Alles, was du dir auch nur in hervorragendster Weise vorstellen kannst, hat Jesus alles. Und dann verlässt er den Himmel, um auf eine Erde zu kommen, wo die Leute sich gegenseitig totschlagen. Mit dem Wissen innerlich, ich werde da bis zum Kreuz gehen müssen für eine Menschheit, die mich am Ende anspuckt, die mich prügelt, die mir eine Dornkrone aufs Hirn schlägt, die mir die Nägel durch die Hände schlägt, für Leute, die mich eigentlich gar nicht wollen und die sich selber zu Tode bringen. Dafür verlasse ich den Himmel. Hör mal, das kann doch wohl nicht sein, oder? Und dann verstehst du ansatzweise die Liebe, die Gott zu uns haben muss, dass er zu uns kommt. Was musst du wertvoll in den Augen Gottes sein, dass er so zu dir kommt? Und ich glaube, diesen Gedanken, den hat Jesus vermittelt, als er in dieser Synagoge steht. Und so eine Synagoge ist ja ähnlich geartet wie hier. Da waren ja nicht ein paar Leute, sondern da waren ja wirklich vollbesetzte Plätze. Und mitten hinein, Jesus steht da im Zentrum. Und er schaut über die Leute und mit Mal sieht er irgendwo hinten am Rand einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Ich habe mich immer gefragt, wie Jesus den gesehen hat. Du, siehst du, ob der da hinten einen verkrüppelten Arm hat oder nicht? Das kannst du nicht sehen. Es ist rein von den Möglichkeiten her nicht gegeben. Meine Frage war immer, was hat Jesus gesehen? Soll ich dir die Antwort sagen? Jesus hat das Herz des Mannes gesehen. Vielleicht hast du dich das auch mal gefragt. Wieso passiert es, dass in vollbesetzten Gottesdiensthäusern 2, 3, 4 Leute ein Wunder von Gott erleben und die anderen sitzen alle unberührt da und gehen wieder nach Hause? Hast du dich das mal gefragt? Wieso ist das so? Ich habe diese Frage oft gehört, wenn Leute gesagt haben, hey, du hast mit Menschen gebetet und 2, 3 sind gesund geworden und was war mit den anderen? Meine persönliche Überzeugung heute ist genau die, die damals passierte. Jesus sieht das Herz und er hört den Herzensschrei dieses Mannes. Und dieser Mann muss ganz offensichtlich eine Riesensehnsucht gehabt haben, aus seiner Situation rauszukommen.
Und ich weiß nicht, wie oft er im Vorfeld gebetet hat, wird uns auch nicht berichtet, aber ganz offensichtlich war sein Herzensschrei riesengroß, weil die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht immer das Herz. Und er hörte ganz offensichtlich diesen Schrei des Mannes, dass er aus seiner Situation raus wollte. Und auf diesen Schrei deines Herzens, Gott sieht, ob du frommes Blabla von dir gibst oder ob dein Herz nach ihm schreit mit aller Kraft. Und auf diesen Impuls Gottes reagiert Jesus. Denn wenn du nach Gott schreist, dann hat Gott etwas in dein Herz reingelegt. Und dann willst du raus mit aller Kraft. Dann ist dir ganz egal, ob die Leute das gerade toll finden oder nicht, ob das in den allgemeinen Mainstream passt oder nicht. Du willst zu Jesus. Und das ist der Schlüssel, wie man rauskommt und wie man gesund wird. Und Jesus guckt ihn an und das Erste, was er zu ihm sagt, und das gefällt mir bei Jesus immer, Jesus heilt immer zuerst unsere Seele, bevor er unseren Körper berührt. Das ist ja der Grund, warum wir manchmal ein bisschen perplex sind, wenn Jesus anders arbeitet wie wir. Jesus arbeitet zuerst ins Innere und dann ins Äußere. Die herkömmliche Medizin arbeitet immer genau andersrum. Da wird zuerst das Äußere angepackt und dann hofft man, dass das Innere sich verbessert. Jesus macht das genau umgekehrt. Deshalb ist der erste Satz, den Jesus zu diesem Mann sagt, welcher? Der sagt zu ihm, steh auf! Also wenn du selber dich als ein Versager empfindest, als jemand, der das Leben nicht mehr im Griff hat, was möchtest du am allerwenigsten? Du möchtest nicht im Mittelpunkt stehen, nein. Stimmt's? Du möchtest nicht geoutet werden, nein, das brauchst du überhaupt nicht. Aber Jesus sagt, wenn du gesund werden willst, ist der erste Punkt, den du begreifen musst, ich verurteile dich nicht. Bei mir bist du nicht irgendwie der Loser, der sich verstecken muss. Bei mir bist du nicht der, der vor lauter Schuldkomplexen und Minderwertigkeitskomplexen sich möglichst unter den Teppich hinein bewegen muss. Ich möchte, dass du eine Sache begreifst. Wenn du gesund werden willst, dann stell dich gerade hin. Fang wieder an, zu dir zu stehen und begreife, dass ich in dein Leben Wert gelegt habe. Fang an zu begreifen, dass meine Liebe dich wertvoll gemacht hat und dass dein Versagen mich nicht daran hindert, dich zu lieben. Bitte stell dich gerade hin. Quallen haben wir genug, deswegen sind wir als Menschen mit Rückgrat geschaffen worden. Und nur wer lernt, sich gerade hinzustellen und zu sagen, ja, ich glaube, dass Gott an mich glaubt, der hat eine Chance, gesund zu werden. Völlig egal, wer dir bisher immer erzählt hat, dass du dich klein machen musst. Wenn du zu Jesus kommst, dann hört das auf. Das Erste, was Jesus den Menschen immer vermittelt, ist, du bist für mich wertvoll. Bitte versteh das und mach dich gerade. Bei mir darfst du groß sein und musst dich nicht klein machen. Jesus kommt nicht, um Menschen klein zu machen, sondern Jesus kommt immer, um Menschen groß zu machen und nach Hause zu bringen. Und nur wer das versteht, der wird auch den Mut aufbringen, am Ende bis zur Heilung durchzubrechen. Wer von sich immer glaubt, dass er das Letzte ist und sowieso nichts verdient hat und eh abgeschrieben ist, der wird niemals wirklich Glauben entwickeln, um von Gott was zu holen. Der wird immer denken, dass er es sowieso nicht verdient hat, dass für ihn sowieso das nicht gilt. Aber Gott sagt zu dir, bitte versteh das. Du bist in meinen Augen riesig gewaltig, deswegen bin ich vom Himmel gekommen, um dir das zu sagen. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich wertvoll machen will. Und nur wenn du das verstehst, wirst du den nächsten Schritt gehen. Denn Jesus belässt es ja nicht dabei, ihn einfach nur aufstehen zu lassen, sondern was macht Jesus als nächsten Schritt? Er sagt, mein Freund, komm raus aus deiner Ecke, aus deiner Zuschauerrolle, aus deiner Passivität, wo sollst du hin? In die Mitte. Ja, super. Herr, ich finde es da außen echt nett. Ihr wisst ja, es ist wie in der Gemeinde, ne? Hinten können die Bankreihen nicht lang genug sein. Ja? Aber bitte, doch nicht in die erste Reihe. Ja? Das ist bei ARD und ZDF so, aber bei uns doch nicht. Und Jesus sagt nicht nur in die erste Reihe, sondern was sagt er? Komm ins Zentrum. Komm in die Lebensmitte zurück. Da liegt ja eine unglaubliche Bedeutung drin. Komm ins Leben zurück.
Ich habe dich nicht gerufen, um immer nur ein Zuschauer zu sein. Ich habe dich nicht gerufen, nur die Erlebnisse anderer Leute anzuhören. Ich habe dich gerufen, dass du selber das Leben wieder erlebst und genießt. Dass du selber derjenige bist, der spürt, was es bedeutet, am Puls des Lebens zu sein. Der merkt, dass er an die Quelle wieder angeschlossen ist. Das ist doch, was Jesus ihm sagen will. Bitte versteh das. Erstens, ich will dich lieben, ich will dich groß machen. Du bist in meinen Augen was Besonderes. Und das Zweite, ich möchte, dass du in das Zentrum zurückkommst. Und das ist, warum Jesus diesem Mann sagt, hey, komm wieder in die Mitte. Und bleib nicht da, wo sie dich hingesteckt haben, wo der Teufel dich vielleicht hingesteckt hat, wo die Sünde dich hinstecken wollte, wo die Krankheit dich hinstecken wollte. Komm wieder in die Mitte. Und steh zu deinem Bedürfnis zu sagen, ich brauche Gottes Hilfe. Das ist doch nicht unredlich, sondern das ist, was drinsteckt. Jesus hat dich doch befreit dazu zu sagen, ja, ich darf Heilung wollen. Ich darf Befreiung wollen. Ich darf Vergebung wollen. Ich darf Gottes Kindschaft wollen. Der Herr Jesus ist genau deshalb gekommen, um mich mit Gott, dem Vater, wieder in Ordnung zu bringen und mich unter die Fülle des Segens Gottes zu bringen. Das ist doch der Punkt, oder nicht? Und der Mann versteht das, so wie die junge Dame eben. Und er kommt und stellt sich zu Jesus. Und jetzt passiert das eigentlich Verrückte an der Geschichte. Wenn du das verstanden hast, dass Gottes Liebe groß genug ist, weißt du, wer auch da ist? Mach dir keine Illusion. Diese Kräfte der Finsternis sind auch alle da, die dir sagen, ey, mach das bloß nicht. Du willst doch nicht wirklich ernsthaft sagen, dass du Hilfe Gottes brauchst. Ey, das könnte ja irgendwie peinlich werden, oder? Die könnten ja feststellen, dass du doch nicht so toll und so cool bist, wie du immer vorgegeben hast. Und so weiter und so weiter. All diese Mächte sind auch da. Da gab es auch diese ganzen Pharisäertypen, die so viel Dreck am Stecken hatten, aber nach außen hin immer so absolut heilig getan haben. Wie viele Leute mögen wohl unter euch sitzen, die Katastrophenbeziehungen zu Hause leben, aber am Sonntagmorgen in der Gemeinde sieht man immer klasse aus. Ich will ja keinem von euch zu nahe treten. Deswegen rufe ich ja auch keinen, dass er sich melden soll. Aber Leute, ganz ehrlich, wie oft ist das so? Und wenn wir ehrlich sind, müssten wir auch sagen, Jesus, mir geht's wie diesem Mann. Meine Seele hat auch Bereiche, da ist sie verkrüppelt, da brauche ich Heilung. Aber ich traue mich nicht, weil was würden denn die anderen sagen, wenn ich das zugeben würde? Hey, und weißt du, wer der Einzige ist, der sich darüber freut? Der Teufel, der lacht sich ins Fäustchen, dass du genauso krank nach Hause gehst, wie du hergekommen bist. Und Jesus, hey, es steht nicht oft in der Bibel. Aber an dieser Stelle steht das. Weißt du, wann Jesus Zorn packt? Wenn er diesen Pharisäergeist spürt. Dann kann Jesus richtig zornig werden. Und er herrscht die Leute an. Und die Bibel sagt das an dieser Stelle, Vers 5. Jesus war zornig, weil er genau wusste, ey, ihr bringt euch um den Segen und ihr bringt auch noch andere Leute um den Segen durch euer Getue. Und deswegen blökt er sie ziemlich hart an. Weißt du, was mir das sagt? Dass Jesus jeden bekämpft, der andere davon abbringen will, die Heilung und die Kraft Gottes zu erleben. Du kannst dir Gott zum Feind machen, wenn du andere daran hinderst, Vergebung und Heilung und Kraft und Veränderung durch Jesus zu bekommen. Und dann schaut Jesus unseren Freund an, der ganz mutig vor ihm steht. Und jetzt kommt der eigentliche Mutanfall, den der braucht, stimmt's? Man würde ja denken, Mensch, Herr, das war ja pädagogisch nicht ungeschickt. Also zuerst lässt er ihn aufstehen, Schritt Nummer 1. Stimmt's? Überwindung Nummer 1. Das zweite, der lässt ihn in die Mitte kommen, oh, das war schon Überwindung Nummer 2. Aber jetzt zu allem Überfluss, sagt der Herr was zu ihm? Hast du das gelesen? Was sagt der Herr Verrücktes zu ihm? Ja, das ist ja wohl die blödeste Anweisung, die man jemand mit einer verkrüppelten Hand geben kann, oder?
Also genau das war doch der Grund, warum der Kerl nichts tun kann, weil die Hand verkrüppelt ist. Und nun sagt der Herr zu ihm, tu genau das, was du seit Jahren als Unmöglichkeit an dir trägst. Tu genau das, wo dir alle medizinisch attestiert haben, es geht nicht. Tu genau das, was bei allen Leuten als Unmöglichkeit zählt. Verstehst du, was der Herr da eigentlich erwartet? Aber Jesus macht's nicht billiger. Er sagt, wenn du ein Wunder willst, musst du genau das tun, was dich am meisten hindert. Hammer, oder? Für mich ist das der entscheidende Punkt, wo ich sehe, dass das Wunder passiert. Als wir in Weikersheim in Laudenbach diesen Gottesdienst hatten, vor mindestens, ja, jetzt ziemlich genau einem Jahr, da sitzt so ein MS-kranker Rollstuhlfahrer, seit 17 Jahren drinnen in diesem Rollstuhl, sitzt in diesem Gottesdienst und hört die Einladung, dass Jesus in sein Leben kommen will. Rast als Erster nach vorne und als der Prediger dann zu ihm sagt, so jetzt haben wir gebetet, Jesus hat seine Kraft auf dein Leben gelegt, jetzt tust du genau das, was du nicht konntest. Dann hörte sich das komisch an, aber der Mann verstand, was er tun musste. Wenn er wirklich glaubt, dass Gott der Herr ist, wenn er wirklich glaubt, dass Jesus ihn zurückbringt ins Leben, dann muss er genau das tun, was unmöglich ist. Und zu unserem aller Schocker stand er aus dem Rollstuhl auf. Und mittlerweile ist er ein Jahr am Wirtschaften, sitzt bei uns auf dem Bau, schleppt die Zementsäcke und wir staunen alle Bauklötze, wie das geht. Warum? Dieser Mann traf eine Grundsatzentscheidung. Das Unmögliche zu tun. Ihr Lieben, da beginnt das Wunder. Das Wunder beginnt noch nicht damit, dass du aufstehst. Das Wunder beginnt noch nicht damit, dass du in die Mitte des Lebens zurück willst. Das Wunder beginnt, indem du das, was dein größtes Problem ist, anpackst. Damit beginnt das Wunder. Es beginnt nicht damit, dass du sagst, Pastor, bete für mich, sondern es beginnt da, wo du sagst, und jetzt stehe ich auf. Da liegt der eigentliche Schlüssel. Und ich möchte dir was sagen. Ich habe darüber nachgedacht, wie Jesus wohl vor diesem Mann gestanden hat. Und während ich darüber nachdachte, war mir klar, wie Jesus vor dem Mann gestanden hat. Könnt ihr euch erinnern, als ihr versucht habt, euren Kindern Laufen beizubringen, welche Position nimmt Papa oder Mama ein? Könnt ihr euch noch erinnern? Wie steht ihr da? So? Komm, zu Papa gelaufen. Nee, sondern wie stehst du da? Was machst du? Genau, du streckst deine Hände aus und wartest, dass dein Kind jetzt was macht? Dass es seine Angst überwindet, einen Mutanfall bekommt und sich in Bewegung setzt, stimmt's? Ich bin 100%ig sicher, als Jesus zu diesem Mann sagt, streck deine Hand aus, breitete Jesus seine Arme auch aus. Und das Erste, was der Mann berührte, als er seine Hand ausstreckte, war was? Die Hand Jesu. Immer, wenn Jesus dich herausfordert, deine verkrüppelten Bereiche anzupacken, dann wirst du immer erleben, dass Jesus seine Hand offen hält, um dich aufzufangen. Es ist immer dasselbe. Du kannst nie tiefer fallen als in die Hand Jesu. Niemals. Der Mann auch nicht. Und das Erste, was er spürte, war die Hand seines Retters. Hey, du sagst, ich wollte so gerne mal Kraft Gottes erleben. Du musst deine verkrüppelten Hände ausstrecken und Jesus berühren. Und dann erleben, wie seine Kraft in den Schwachen mächtig wird. Ich habe keine Ahnung, was bei dir die Unmöglichkeit ist. Aber das Wunder geschieht immer nur da, wo du die Unmöglichkeit anpackst. Darüber zu reden ist nicht genug. Darüber zu beten ist auch nicht genug. Sondern du musst sie anpacken.
Du musst dein Leben wieder in die Hand nehmen. Und Jesus macht dich wieder handlungsfähig. Halleluja. Wisst ihr, was jetzt ein unredlicher Abgang dieser Predigt wäre? Wenn wir jetzt schließen mit dem Gedanken, das war aber schön. Nette Predigt. Hat er gut gemacht, darf nochmal wiederkommen. Dann hätte der Teufel sein Ziel erreicht. Der Teufel liebt nette Predigten. Der Teufel liebt nette Gottesdienstbesucher, die sich eine Predigt nach der anderen anhören, ohne zu reagieren. Die mag er, die findet er super. Und er hat keinen Stress, wenn du die nächsten 20 Jahre hier in Gottesdienst gehst. Findet er total klasse. Wovor er Angst hat, ist, dass du tatsächlich was tust. Dann fängt er an, sich Sorgen zu machen. Wenn du ernsthaft heute Morgen handelst, dann hat er ein Problem. Was musst du tun, um den Teufel zu schocken und einen echten Mutanfall zu haben? Denk drüber nach, was müsstest du tun? Handeln. Vor Christen, die handeln, hat der Teufel furchtbar Angst. Überleg genau, wo ist der Lebensbereich, wo ich merke, dass ich handlungsunfähig geworden bin. Wo der Strom der Verletzung oder wo die Angst oder wo die Umstände so gewaltig sind, dass sie mir eingeredet haben, hier geht nichts mehr. Lass es einfach. Arrangier dich mit der Not, die ist sowieso nicht mehr zu ändern. Wenn du diesen Bereich in deinem Herzen lokalisieren kannst, dann ist das der Bereich, den Gott wahrscheinlich anpacken will heute Morgen. Das Zweite, was du in deinem Herzen bewegen musst, ist, spüre ich, dass Gott zu mir redet und mich ruft, komm raus und stell dich in die Mitte. Du brauchst ein Reden Gottes, ohne das Reden Gottes geht nichts. Aber wenn du spürst, dass das in deinem Herzen gerade wächst, während du dir Predigt zugehört hast, dann redet der Heilige Geist zu dir. Und dann kommt der dritte Schritt, dass du auf Jesus zugehst und das Unmögliche in Bewegung setzt. Das bedeutet konkret heute Morgen, dich mit jemandem zu verbinden und nicht über deine Krankheit zu beten, sondern gegen deine Krankheit oder gegen deine Not oder gegen deine Beraubung oder gegen deine Sucht oder gegen deine Sünde oder gegen den Bereich, der nicht funktioniert, massiv zu beten. Und dann mit dem Bewusstsein zu gehen und jetzt packe ich das Ding an. Ich habe gebetet und jetzt handle ich. Und ich handle so lange, bis der Sieg da ist. Ich gehe nicht vorher nach Hause. Warum sollst du das so machen? Weil Jesus dir Autorität gegeben hat, wem sonst? Bei so einem Fußballspiel ist welche Person die wichtigste? Auf dem ganzen Fußballfeld. Der Schiedsrichter. Warum ist der Schiedsrichter, so ein kleines, schwarz gekleidetes Männchen, so unglaublich wichtig? Weil der ist Repräsentant des DFB, der übergeordneten Instanz. Und er weiß, die stehen hinter ihm. Und er kann im Namen dieses DFB, hat er Riesenautorität. Wenn er auf dem Spielfeld was sagt, dann stehen ihm da zwei Fußballer gegenüber, die alle 100-mal so viel verdienen wie er, wahrscheinlich körperlich 10-mal fitter sind wie er. Spielt alles überhaupt keine Rolle. Er weiß genau, wenn er pfeift, dann ist das Thema erledigt. Jetzt gibt es ja Spiele, wo es richtig schwierig wird. Kennt ihr das? Weltmeisterschaft, Endspiel, 89. Minute und mit Mal steht immer noch 0-0. Pfeift er gegen irgendeine Mannschaft einen Elfmeter? Was weiß der im Voraus, wenn er das macht?
Also wenn er vorher noch kein Theater hatte, danach hat er garantiert welches. Der weiß, dass da plötzlich von den 50, 60, 70, 80.000 Leuten vielleicht die Hälfte gegen ihn sind. Er weiß, dass die feindlichen, die Spieler, die dann zu seinen Feinden werden, weil er gegen sie gepfiffen hat, die werden ihn vielleicht anbrüllen. Aber was habt ihr immer wieder erlebt, wenn ihr mal ein Fußballspiel angeguckt habt? Was gefällt uns an guten Schiedsrichtern? Die stehen da lässig mit einem Bein eingeknickt, den Finger auf den Elfmeterpunkt. Und dann erlebst du, wie die Spieler ihm ins Ohr brüllen, wie die Sitzkissen fliegen, wie die Leute toben und schreien 5 Minuten, 10 Minuten. Und der steht da völlig entspannt. Ich weiß nicht, ob er entspannt ist, aber auf jeden Fall steht er da. So. Was macht der? Der redet nicht, der schreit nicht, der gestikuliert nicht. Was macht er? Der steht einfach stur da und steht zu seiner Entscheidung und zeigt mit einer sehr direkten Art und Weise auf den Elfmeterpunkt. Und was passiert nach irgendwann 10, 12, 15 Minuten? Mit mal gehen alle Spieler hinter den Elfmeterpunkt, hinter den 16-Meter-Raum. Die Leute setzen sich alle wieder hin. Die Anweisung wird am Ende ausgeführt. Und ob sie alle wollen oder nicht, und wenn Zehntausende gegen ihn sind, wer trifft am Ende die Entscheidung, die durchgesetzt werden muss? Der Schiedsrichter, weil ihm die Autorität übertragen wurde. Weißt du, was das für dich und für mich bedeutet? Jesus hat dir seine Autorität gegeben. Und wenn du seinen Willen für dein Leben kennst, dann kann die ganze Hölle aufstehen, dann können alle Symptome im Körper durchdrehen, die können alle treiben, was sie wollen. Wenn du zum Wort Gottes stehst und dabei bleibst, dann werden sie auf kurz oder lang tun müssen, was der Herr Jesus gesagt hat und was er dir ins Herz gelegt hat. Wenn du nicht wegrückst, werden die gehorsam sein müssen, die Mächte der Finsternis. Es gibt keine Alternative. Petrus drückt das so aus im ersten Petrusbrief und sagt, widersteht ihr dem Teufel, was wird er am Ende machen müssen? Genau. Wenn du nicht einknickst, wird er gehorchen müssen. Dieser Mann ringt sich durch, steht auf, geht in die Mitte und als die Anweisung kommt, gehorcht er dem Wort und knickt nicht ein. Und die Bibel sagt, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Genau wie bei dir. Dein Lebensbereich kommt wieder in die Ordnung Gottes zurück. Jetzt brauchst du einen Mutanfall, um zu sagen, jo, jetzt geht's los. Jetzt packe ich den Bereich an. Jetzt verbinde ich mich mit jemandem im Gebet und dann packe ich das an. Und dann lasse ich das nicht los, bis ich den Segen Gottes sehe. Wollen wir so beten miteinander? Ich lade euch ein. Stehen wir doch auf. Halleluja. Vater, danke dafür. Danke, dass dein Wort absolut gut ist. Danke, dass du praktisch bist, dass wir lernen dürfen, wie wir es umsetzen können. Und Herr Jesus, danke dafür, dass in dieser Welt eine Menge Bedrängnis da sind. Das stimmt. Es gibt immer noch den Feind unserer Seele, diesen Räuber unseres Lebens. Aber ich bin so froh, dass du gekommen bist und dass du unsere negativen Vorzeichen veränderst. Und wir immer noch diesen freien Zugang haben und du immer noch bereit bist, deine Liebe und deine Kraft in unser Leben wirksam werden zu lassen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du zu Menschen geredet hast, die wissen, heute ist ihr Termin und heute soll sich ihr Leben drehen. Heute ist so eine Zeit vor deinem Angesicht, wo du einfach deine Arme ausgestreckt hältst. Und wenn wir klug sind, dann berühren wir deine Hand und erleben, wie die Kraft, die alles in Bewegung gesetzt hat, auch unser Leben neu in Bewegung setzt. Und ich lade euch einfach ein, alle die ihr merkt, Gott hat zu euch geredet, wo ihr spürt, der Heilige Geist hat zu dir geredet und du weißt, was er von dir will. Und du weißt auch, was in Bewegung zu setzen ist.
Aber du sagst, ich brauche diese Initialzündung durchs Gebet. Ich muss das jetzt im Glauben in Bewegung setzen. Dann lade ich dich ein. Komm einfach hier nach vorne. Wir beten kurz und klar, setzen das frei. Und der Heilige Geist, der diesen Prozess in dir angestoßen hat, der sagt, dass alles das, was er anfängt, bringt er auch gut zu Ende. Ja, so wollen wir eine Berührung des Glaubens heute Morgen freisetzen durch das Gebet. Ja, mögt ihr nach vorne kommen, weil das ist immer am simpelsten.